Cut ist gesetzt. Nächste Runde. Ich weiß, bei einem richtigen Speedrun dürfte man, glaube ich, keinen Cut setzen, aber wie ihr sagt, Welt 7 hinter Kamek nach rund 25 Minuten. Jetzt kommt noch eine elementare Stelle. Ich darf jetzt ja nicht den Secret Exit verkacken. Ich weiß noch im Prinzip, wo er ist. Wenn ich mich jetzt nicht ans... Nee, ich erinnere mich nicht ans falsche Geisterhaus. Ich habe ja auch die Seite offen. Eben. Das ist das hier. Ich weiß auch noch, wo ich mit einem Trampolin dann was machen muss. Aber wie ich da mit dem Trampolin hinkomme, weiß ich nicht mehr. So, hier können wir nicht viel machen außer warten und keine Risiken eingehen. In der Ecke ist man hier eigentlich immer gut beraten, habe ich das Gefühl. Okay, hier nicht. Ist das die Tür nach draußen? Ja, dann nehmen wir sie. Das verändert wieder den Main Room. Ich habe keine Ahnung, ob ich hoch oder runter muss. Hä? Ist das nicht hier? Das ist doch hier, oder nicht? Oder muss ich dafür erst noch einen Raum machen, der das freilegt? Beeilung. Scheiße, Alter, ich kann jetzt nicht den Secret Exit verkacken. Was juckst du mich? Lass mich einfach runter. Bitte sag mir, ich habe jetzt noch eine Chance. Sache ist die, wenn das Trampolin jetzt despawnt, aber der Weg frei ist, ist mir auch egal. Hä? Was? Ich glaube, ich habe den Run verkackt. Wie kommt man in den Secret Exit? Ich glaube, der Run ist gelaufen. Wie kommt man in den Secret Exit? Ich weiß, wo er ist, aber nicht, wie ich hin kann. Oder kann ich jetzt hier hoch? Ich brauche das Trampolin dafür eigentlich nicht, aber scheiß drauf. Ja, jetzt kann ich. Ich musste noch den Raum machen. Das kostet natürlich Zeit, dass ich jetzt nicht wusste, wie es lang geht. Es kostet natürlich Zeit, aber letztendlich haben wir es zumindest geschafft. Unnötiger Zeitverlust. Also, ich muss ungefähr 25 Minuten auf die Zeit von diesem Video rechnen, um meine derzeitige Zeit zu wissen. Was heißt, wir sind so auf 28 Minuten im Run. Und sind bei Ludwigs Castle. Ich brauche meinen Laptop nicht mehr. Es gibt noch ein Secret Exit im Run. Und den kenne ich. Wobei ich vor dem echt Angst habe. Ich weiß nicht, ob ich den einfach hinbekomme. Aber jetzt müssen wir erstmal das hier hinbekommen. Das wird auch nicht einfach. Scheiße. Nein! Der Treffer war so ungut. Hier auch noch was verschissen. Das ist gerade nicht gut von mir. So, durch mit dem Castle.
Es hätte ein gutes Stück besser laufen können. Aber okay, dafür, dass ich das Castle wirklich nicht mag und es auch meiner Meinung nach nicht sonderlich einfach ist, sind wir zumindest stabil durchgekommen. Nicht unbedingt schnell, aber solide. Und so lange hat's ja auch gar nicht gedauert. Jetzt nur nicht den Kampf gegen Ludwig verkacken, der ist machbar. Also für die meisten. Natürlich kann man hier auch wieder einen gewissen Punkt nur warten. So. Nein! Das hätte ich punishen müssen. Und das ist der dritte hier drüben. Wieder hier drüben wieder rauskommen. Ja. Dass ich den Punish beim ersten Mal verfehlt habe, war unnötig. Aber letztendlich haben wir das Level trotzdem in rund 3 Minuten abgeschlossen. Und Alter, mein 1-Stunden-Ziel ist so in Sichtweite. Wir haben die Hälfte hinter uns an Zeit. Und sind jetzt so ziemlich in Peach's Castle. Ich glaube, ich habe das, was ich in dem Spiel noch kann und hinkriege, doch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte wirklich, ich kacke gefühlt schon allgemein rein und sterb, wenn ich es normal durchspiele. So, aber hier ist jetzt auch nochmal Scrolling. Hier ist nochmal Scrolling. Auch wenn man sagen muss, so in Leveln wie dem hier ist die größte Schwierigkeit in der Regel Starcoins. Und die sind für unseren Run irrelevant. Eichelpilz nehme ich immer, ist glaube ich das beste Item für Speedrun. Oh, aber der ekelhafte Screen. Der ekelhafte Screen mit Scrolling. So, hier klatscht gleich doch die Hand zum ersten Mal hin. Hier kann ich doch sogar noch so dodgen, ne? Exakt. Und hier genauso. Ja, okay, hier muss ich gar nicht runter. Ah, ich hätte theoretisch schon weiter gehen können. Wie viel das gebracht hätte, ist die andere Frage. Okay, nicht viel, jetzt bin ich eh vorne. Ja, der macht hier gleich. Zack. Mach nur. Hauptsache, ich komm weiter. Es war klar, dass er enttäuscht. Aber ich häng vorne dran. Okay, ich häng immer noch vorne dran. Krieg sogar die Starcoin auf dem Weg, weil warum nicht? Checkpoint erreicht. Ist der zweite Teil nicht kein Scrolling mehr? Das wäre wichtig. Weil ihr seht, ich hänge einfach nur vorne am Bildschirm dran. Und doch, es ist Scrolling. Oh Gott. Dann lasse ich bei der Passage den Bildschirm sogar lieber mal kurz ein bisschen wieder vorlaufen. Ah, Scrolling-Level im Speedrun. Es gibt nichts Schöneres. Jetzt mal im Ernst, hier kann man nicht viel machen. Ich warte einfach. Das ist ja eine Kartokarte, keine Scrolling-Level. Hui. Also, hier dann runter. Was in diesem Level halt wirklich wichtig wird, ist der Kampf gegen Junior. Okay, durch. Ich stelle mich mal mehr hier hin. Ich glaube, da wird man nicht so sehr getroffen.
Ich will nicht weiter, wenn ich nicht sehe, was oben ist. Kommt hier nicht gleich eine Stelle, wo ich absteigen kann eigentlich? Ich hatte das Gefühl... Ja, ich habe das Gefühl, hier waren Gegner. Ich meine, groß ändern tut's jetzt nichts, ob man den Weg oben oder unten nimmt. Auf beiden muss man auf Scrolling warten. Immer aufpassen auf die Gegner. Jetzt noch getroffen werden wäre scheiße. Vor allem, weil man mit dem Eichelpilz, glaube ich, bei Bowser Jr. sehr gut was anstellen kann. Also okay, in dem Level konnten wir nicht viel Tempo machen. Das Einzige, wo wir gut performen können, ist hier. Kommt er direkt runter? Ich glaube schon, oder? Nein. Die Gelegenheiten darf ich nicht missen. Der Ekelhafte. Was? Wie war das kein Hit? Wie war das kein Hit mit dem Eichelpilz? Als ob. Ich dachte, man könnte den so treffen, aber anscheinend geht das nicht mal. 36 Minuten im Run. Wir haben Peach's Castle damit erreicht. Jetzt kommt wahrscheinlich die Stelle, die den Run noch am meisten beeinflussen wird. Schaff ich den Secret Exit? Der ist halt wirklich nicht so easy. Allgemein, 8-1 ist nicht so ein easy Level. Ich find's zwar einfacher als Mario Bros. Wii 8-1, aber... Vor allem eben mit dem Secret Exit ist das schon eine belastende Sache. Freu dich nicht, renn du... Halt die Schnauze! Alter, wieso kann man die Cutscenes in diesem Spiel nicht skippen? Die reden so auf. Ich schlag grad so gefühlt auf die Fernbedienung ein. Also, ab geht's. Letzte Welt. Das Ziel mit unter einer Stunde steht und ist mehr als erreichbar. Ja, ich kenne Peach's Schloss. Wenn wir die richtige Route nehmen, dann müssen wir 3 reguläre Level vor dem Finale machen. Ansonsten sind es 4, wenn ich es richtig sehe. Vielleicht hast du nicht so Angst, dass man irgendwie Metamorphosierung spielen kann, wenn man den überspringen kann. Probier mal mit Rasen und wirklich schon den Text überspringen, das klingt ziemlich seltsam. Ah, scheiße, erster Fehler im Level. Aber bis zu dieser Stelle lief's. So ein Ding nimmt man sich hier immer ganz gern mit. Die Metamorphosen sind langsamer als du. Jetzt nicht mehr. Wo stimmt, kann man an dieser Stelle... Ja, man muss nicht warten. Und los. Ich sagte los. Jawohl! Ja, hätte ich gar nicht versuchen sollen. Das Level lief. Das Level lief gut. Ich sehe gerade, dass die Lichteinstellungen komplett behindert sind, aber scheiß drauf. Das Level lief. Rund 40 Minuten im Run, Secret Leveler. Oh, Kacke, aber ist das Secret Level nicht Scrolling?
Ich glaube, das Secret Level ist ein Scrolling Level. Es müsste aber trotzdem schneller sein, als wenn man die anderen beiden Level macht. Natürlich nur, wenn ich hier jetzt nicht komplett unnötig fehle. Ich warte noch mal einen Moment. Bei Scrolling, man kann sich ein bisschen Zeit nehmen. Letztendlich ist es wichtig, dass man am Ende vom Level ein bisschen vorne hockt am Screen eigentlich. Das ist das Bedeutende. Ui. Schwere Starcoin, Digga. Die nehme ich sogar auf dem Run einfach mit. Ist der Weg oben lang? Oh, Eichelpilz! Natürlich, ganz praktisch überm Fragezeichen blocken einzelnes Loch in der Decke, damit ein Meteoroid drauf fallen kann. Makes sense to me, ja. Es nervt halt so sehr, ich kann einfach nicht speeden. Alter, ich bin gerade so lost. Die Stelle habe ich echt nicht gut gemacht. Erst einmal okay, dass mich die Kasselpass aus vorne gekillt werden. Ja, das Problem ist, letztendlich ist auch scheißegal, ich chill schon wieder vorne am Screen. Wenn das fast wegfällt, das ist sicher egal. Ja, das tut's aber nicht. Hier an den Rand halten, dann passt das. Jetzt warte ich einen Moment. Oh Gott, nicht runterfallen. Oh Gott, ich habe einen absoluten Scheißweg genommen, glaube ich. Obwohl, nee, das andere war der Secret Weg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt im vorletzten Level. Nein, das ist jetzt doch schon wieder ein Scrolling-Level, oder nicht? Was ähnliches. Warum ist auf der Speedrun-Route fast jedes Level in irgendeiner Form scrollmäßig? War das Finallevel nicht ein Scrolling-Level? Nein, nein. Man kann da so schnell sein, wie man will. Digga! Was ist denn das? Die fucking Speedrun-Route beinhaltet 90% Scrolling. Hier kann man ja auch schon wieder nicht schnell sein. Aber man kann dafür sorgen, dass man langsamer wird. Ja, und das verhindern wir. Hoffentlich. Das Level ist auch nicht so easy, dementsprechend. Close one. Ich rieche jetzt schon, wir sollten wahrscheinlich den machen. Man kann es anscheinend nicht mal ganz verhindern, dass man hier wen draufholt. Ich hätte an der Tinderstelle Mission eingeführt, dass man das verhindern muss. Weiter geht's. Jetzt kommen, glaube ich, doch... oh Gott, genau die. Ich sag so, lieber habe ich Münzen auf dem Schiff als Bomben. Wer hätt's gedacht? Ich glaube, das überrascht tatsächlich niemanden, dass ich hier lieber Münzen rumliegen habe als Geld. Lieber Münzen als Geld. Ich kann reden. Lieber Geld als Bomben. Bei den Dingern weiß ich halt nie, wie die Hitbox ist. Ich glaube an sich, der Schweif von denen hat eine Hitbox. Okay, close one.
Oh, ich konnte den Bob-Omb verhindern. Aber nicht diese Coin oder diesen Bob-Omb. Nein, das wollte ich nicht. Okay, jetzt geht's den Bach runter. Und ich verfehl den, werd getroffen, ich bin grad so bad. Komplett verkackt auf den letzten Metern. Komplett verkackt. Jetzt hier ja nichts versuchen, sondern zack. Finale. Finales Level des Runs. Wir sind auf einer Dreiviertelstunde. Das heißt, um mein Ziel zu erfüllen, habe ich eine Viertelstunde fürs Finallevel. Zu wenig. Das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass wir von Bowser Jr. geschießt werden. Auf geht's, die letzte Schlacht. Wir dürfen einfach jetzt nicht dumm sein. Wir sind gerade in einem guten Run, bisher no death. Und siehst du kein Scrolling? Och, der Eklige. Nein! Bruh! Der macht natürlich die Plattform weg. Du Ekelhafter! Ist das dein Ernst? Der campt jetzt hier oder was? Ich komm nicht weiter. Ist das dein Ernst? Was ist denn das? Der hat mich gecampt, der dumme Hurensohn. Im letzten Level. Der Anfang lief so gut. Ja, mach mal die Gegner für mich weg. Okay, Speed Boost. Das ist so unnötig. Wo ist der zweite Block? Auf der anderen Seite oder was? Okay, ich bekomme hier eine Feuer. Mann! Das hat den Run so zerstört. Das waren jetzt locker 3-4 verschenkte Minuten. Ah, scheiße. Ich muss aufpassen, ich will lieber nicht gegen den getroffen werden. Ich spiel lieber ein bisschen sicherer. Warum kannst du nicht einen Schritt näher kommen? Dann wäre ich gewalljumped. Mann! Wir sind auf 49 Minuten, wir werden die eine Stunde schaffen. Aber wir hätten locker so 3 Minuten weniger haben können. Wenn nicht diese Scheiße gerade passiert wäre. Aber what the fuck, wie hätte ich denn da auch weiterkommen sollen? Der hat halt legit meine Plattform weggecampt, die ich brauche. Und jetzt den Bowser-Kampf ohne Feuerblume. Feuerblume wäre schön hier, aber es hat nicht geklappt.
Also jetzt hier einfach nicht nervös werden. Wir können trotzdem noch eine gute Zeit erzielen. Es kann gut sein, dass ich irgendwie bald nochmal einen Rerun machen werde, indem ich dann versuche, die Zeit zu schlagen. Und dann darf uns das einfach nicht mehr passieren. Komm runter, du kleines Scheißkind. Was? Scheiße, ich hab die Steuerung falsch. So muss man machen. So, hat noch gerade so geklappt. Das ist nicht worth it. Und ich Nein! Ich hab mich so angestrengt! Und dafür verliere ich jetzt wahrscheinlich! Ich hab mich so angestrengt, diese Scheißkutsche zu bekommen! Das war fucking close! Okay, lernen wir draus. Lassen wir Junior machen, was er will. Lassen wir Junior machen, was er will. Das ist sicherer. Jetzt nicht throwen, bitte. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann ist der Run komplett im Arsch. Es ist schlimm genug, dass Bowser Junior mich so verarscht hat hier. Achtung, er wird schlagen. Was? Wie soll man dem dodgen? Man kann dem nicht ausweichen. Ja, campt noch hier in der Ecke. Stirb. 52 Minuten. Ich werde mir nochmal die genaue Zeit angucken, aber ungefähr 52 Minuten. Ah, dieses letzte Level. Dieses letzte Level hat den Run-Gefühl zerstört. Wir hätten hier locker auf 46 oder so vielleicht kommen. Obwohl 46 glaube ich nicht, aber 48 wären locker drin gewesen. Wenn nicht sowohl der Kampf als auch das Level schief gegangen wären. Naja, mein Ziel habe ich trotzdem letztendlich noch erfüllt. Es ist halt nur so belastend. Der Run lief so gut und hätte noch so viel besser sein können, als ich erwartet habe. Aber das letzte Level... Ich hab das aber auch noch nie erlebt, Alter. Dieses Scheißkind da hat mir meine Plattformen weggekämmt. Was ist denn das für ein Sohn? Naja, ich werde euch die genaue Zeit hoffentlich einblenden oder ja, ich kenne mich. Ich werde euch die letztendliche Zeit in einen Kommentar oder in die Videobeschreibung packen. Und da seht ihr halt, wie es genau ist. Ich werde zählen wirklich von der Sekunde an, an der ich an diesem Spot stand, kurz vor 1-1, bis zu dem Moment, in dem Bowser stirbt. Ich schätze, das müssten irgendwie, keine Ahnung, 52, ein paar 20 oder so. Ja. Ist halt jetzt schon Stimmungsdrücker. Ist schon Stimmungsdrücker, dieses letzte Level gewesen. Wie gesagt, ich werde vermutlich bald einen Rerun probieren
und versuchen, meine Zeit zu schlagen. Ich werde wahrscheinlich letztendlich dann noch irgendwie 4-5 Sekunden übrigens auf die eigentlichen Videozeiten draufrechnen wegen dem Cut. Weil in dem ja auch noch mal ein paar Sekunden vergangen sind. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Mario Bros. U in unter einer Stunde durchgespielt. Die Sache ist eben auch, dass ich das Spiel nicht mehr so im Kopf hatte. Was mich jetzt natürlich sehr abfuckt, ist, dass auf dieser Speedrun-Route so viele Scrolling-Level waren. Und ich werde nochmal gucken in Speedruns bei den beiden Stellen, die ich hatte, wo ich zwischen zwei Leveln wählen konnte. Habe ich da die richtigen Wahlen getroffen oder waren sie falsch? Ich bin letztendlich der Meinung, dass die wahrscheinlich sogar beide richtig waren, aber... Okay, ich glaube, ja doch, das... Nee. Hast du gerade auswendig eine Ahnung, was das zweite Level in Welt 7 war auf der rechten Seite? Ich habe gerade überlegt, das Luftblasenlevel kam, glaube ich, erst später. Darauf kommt es halt unter anderem an. Ich bin der Meinung, in der Waldwelt war auf jeden Fall meine Wahl die richtige, auch wenn es in dem Level eine Stelle gab, in der man kurz warten musste. Wobei, wenn ich einen Eichelpilz noch gehabt hätte, hätte ich da auch skippen können. Keine Frage. Also, es waren noch kleine Fehler auf jeden Fall im Run drin. Da kann man nichts sagen, aber... Weltrekord 25 Minuten, wette ich. Ja, ich weiß nicht, gab ja so viel Scrolling. Ich hätte eher so auf paar 30 geschätzt. Hier, ich habe einen Laptop ja eh rumliegen. Dann recherchiere ich das jetzt nochmal kurz hier. Ah, Mann. Es wird mich noch so lang nerven, Digga. Ich werde das so schnell nicht mehr vergessen, dieses scheiß letzte Level. Also, Mario Bros. U auf speedrun.com hat als schnellste Zeit 37 Minuten und 6 Sekunden. Wenn wir jetzt davon aus... Warte, was? Nee, ist das ein 100% Speedrun, oder? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Any percent... What the fuck? Das kann nicht sein! Dann wäre ich in den Top 60 global mit dem Run. Ich habe ja, also Platz 64 hat 52 Minuten 58 vor 8 Monaten gerannt. Das hieße, theoretisch wäre ich in den Top 60 der Welt mit meinem Run. What the fuck? Also sich mal die genauen Regeln anschauen. Vielleicht werden Anfangs- und Endsequenz mit reingezählt. Das ist eine Frage. Ich gucke gerade, wer der beste Deutsche ist. Das ist der Marco B. mit 40 Minuten. View Rules. A. Timing beginnt, wenn du auf dem Map-Screen die Kontrolle über Mario erhältst und stoppt, wenn man Bowser den letzten Hit gibt. Genau das, was ich sagte. Digga, ich werde bald noch einen Run aufnehmen und den hier einreichen, dann stehe ich da auf der Liste, Bitches. Der Run, den ich jetzt habe, wird nicht zählen, aus dem Grund, dass ich diesen Cut gesetzt habe. Bin ich zumindest sehr sicher. Game Rules müssen halt auf Full. Ja. Auf Deutsch. Ich werde die Tage noch einen Run machen und mich dann vermutlich auf das Top 100 Leaderboard für Mario Bros. U auf speedrun.com bewegen. Zumindest hoffe ich das. Frage ist nicht, viele Pro-Speedrunner dort. Das wundert mich aber auch übel. Irgendwie, um auf die Top 100 Liste zu kommen, muss ich das Spiel in unter einer Stunde 5 abschließen. Ja gut, das ist wirklich nicht so schwer. Ja, eben.
Na dann werden wir uns wohl bald bei einem weiteren Run wiedersehen. Bis dann. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne Like und oder Abo dalassen. Und ciao. Vielleicht schneide ich es auch noch zusammen.